Hallo Leute, ich bin's wieder, die Minienstöpsel im Moyomi. Und die Jungs, die, ja, machen irgendwas mit Kokosnuss. Egal, wir fahren jetzt. Ladies first, so wie sich das Ladies gehört. Ladies first, Maurice, du bist. Charmant wie eh und je. So bin ich. Das ist deine Freundin da hinten, ne? Das ist meine Freundin. Schön, dass du heute dabei bist. Cooles Outfit, by the way. Dankeschön. Ja, sieht wild aus. Danke. Aber brauchen wir auch, wenn man 900 Kubik unterm Arsch hat, oder? 970. Joy. Danke. Finde ich gut, dass du mir nachher dein Motorrad geben willst. Ist sehr nett. Ja? Freust du dich auf den Rideout? Ich freue mich auf den Rideout mit diesem Motorrad. Ja, ich freue mich auch damit, nachher eine Probefahrt machen zu dürfen. Soll ich das mal aus technischer Sicht erklären? Ich bin nämlich Profi. Luft und Abgase durchkommen können, lagern sich diese Abgase an den Zylinderwänden ab und werden so braun und grau. Und dann verschleißt der Zylinder umso mehr, weil der Kolke immer wieder darauf und runter geht, weißt du? An diesen Abrußungen und so. Ja, ich hab dir nicht zugehört. Okay, perfekt. Oh Mann, Alter. Du auch, ne? Aber ja, Handarbeit. Was? Du willst rennen? Digga, ich mach dich fertig. Ja, okay, let's go. Carver gegen Carver. Beides 125er. Aber du musst mir 5 Sekunden Vorsprung lassen. Oder fahren wir nur um Ehre, Macht und Ruhm? Meine Ehre verloren. Du darfst die Carver fahren. Darfst du meine fahren? Ja, toll, Digga. Super. Ja, ich hab gewonnen, Joy, ne? Sie hört dich nicht von da vorne. Was, ich hör dich hier vorne nicht, David? Vollgas, Alter, leck mich. Aber wenn man jetzt bei Sören den Ständertrick machen würde, das wäre echt lebensgefährlich, ne? Der bleibt einfach so. Ja, guck. Warte. Ja, oh. Eigentlich geht der nur bei uns beiden, oder? Bei dir habe ich das letztens auch gemacht. Der war so ausgefahren, da bist du losgefahren. Ach ja, stimmt. Da ist er von alleine wieder hochgegangen, zum Glück. Habe ich doch so gerufen, den Ständer, du so. Warum sagst du denn nichts? Ich habe geschrien, Papi! Was? Papi! Papi? Papi Chulu! Chupapi Munyanyo! Ah, siehst du, zieh dich ab, Alter. Oh! Und damit in den sechsten Gang. Ja, das ist eine Frechheit. Und auf einmal solche Autos, die kommen alle rausgerannt und tackeln Leute von den Bikes. Ja, die schmeißen nicht um. Aber doch, die schlagen. So. Doch, die schlagen dich vom Bike runter. Wenn du über Rot fährst, dann Teil der Gruppe bist. Wo fahren wir denn jetzt hin? Zu der krankesten Scheiße der Welt. Also es gibt kein krankes Rideout auf der Welt. Wir sehen halt auch aus wie eine dumme Truppe Touristen mit unseren Helmen und Kameras und so, ne? Wir gehören da überhaupt nicht rein. Guck dir da vorne. Junge, da ist der Heli. Da kommt er. Er kommt also, auf uns zu. Ja, Digga, das ist ein Polizeiheli, oder? Ja, natürlich. Ja. Der Heli, Alter. Das gibt es nicht. Genau da treffen wir uns. Oh, nein. Das ist GTA-Shit, Mann. Das sind 5 Sterne. Also vor uns sperrt Polizei irgendwas ab, aber es kann auch ein Unfall sein. Da liegt ein Dirtbike, ne? Links, da liegt die Maurice. Eins. Echt, die haben eins? Da liegt eins, links auf dem Stimmt, Vorstein. Da an der Seite. Jetzt kommen die zu uns, ne? Wir fahren hier einfach ganz entspannt. Ich mach das Visier aus, dann sehen die mich auch. Wir haben nichts gemacht, wir haben gar nichts gemacht. Nur eine Bier getrunken. Ja. Guck mal da vorne. Oh, die kommen uns entgegen. Hä? Wollen wir einen U-Turn machen? Oh mein Gott, wo ist der? Die kommen uns entgegen. Die kommen uns entgegen. Lass einen U-Turn machen, bevor die Polizei das sieht, damit wir mit denen nichts zu tun haben. Ja, das ist gut. Ja, perfekt. Jetzt kommen wir in die Kontrolle. Hier, oder was? Scheiße. Oh, die wollen da einen anhalten. Hello, sir. Oh shit, Alter. Jetzt wird Maurice gebumst. You know this is illegal what you're doing. You can't be riding a motorcycle without a tag on. You came down here just to ride in GVO. There's a movement going on. It's called Guns Up, Bikes Down. It's basically a social movement of getting on the motorcycles and causing havoc in the area. We're gonna impound it. That one there, you're free to leave. Und wie fandst du den Rideout? Rideout war todesgeil. Ich fand die Fahrt zum Rideout hat sich richtig gelohnt. Okay, Jungs, das ist der neue Tag mit einem neuen Bike. Die Honda, die von der Polizei beschlagnahmt wurde, ist auch schon wieder frei. Free Honda. So, du warst ja dabei. Was ist da eigentlich passiert? Und warum sitzen wir jetzt hier wieder auf dem Bike? Erzählen Sie mir, willst du nochmal wissen. Ich kann das ja bei der Fahrt erzählen. Okay, dann erzählen Sie das bei der Fahrt. So, nachdem das Bike von Maurice und David beschlagnahmt wurde, hat er sich jetzt ein schönes neues Bike besorgt. Also das Bike ist schön. Ja, geiler als seins. Und David hat sich natürlich auch ein neues Bike besorgt. Und da fahren wir jetzt hin zu Charlina, David und Paul. Hinter der Ampel. Ja. Hinter der Ampel. Jetzt links. Auf die Tankstelle. Hier rechts. Rechts auf die Tankstelle. Auf die Tankstelle. Ich hab gesagt, auf die Tankstelle. Du hast gesagt, hinter der Tankstelle. Ja, ich hab gesagt, hinter der Ampel auf die Tankstelle. Nee. Hier rechts. Rechts auf die Tankstelle. Ich sag zu Maurice, hinter der Ampel auf die Tankstelle. Er fährt weiter. So lustig aus mit Vollgas, guckt er gerade aus. Und ich sag, auf die Tankstelle. Bist du eigentlich sauer auf David?
Weil dein Bike weg war? Ich sag mal so, wir sind halt an der Polizei vorbei und dann umgedreht wieder an der Polizei vorbei. Wer wollte reden? Sören. Aber wer ist alles hinterhergefahren und hat nichts dagegen gesagt? Wir. Nein, der Polizist hatte recht. Es sind immer die Frauen schuld. Ich habe ja wohl gar nichts damit zu tun gehabt. Ich war ganz hinten. Joy, setz dich mal mit drauf. Ich will mal so absteigen, weißt du, so. Und dann so und dann hältst du dich so fest. Dann musst du dein Bein aber viel höher machen. So, ne? Und dann? Ne, es geht nicht mit dir. Ja, weil ich zu groß bin. Küssen die sich gerade? Was für eine Scheiße. Die Griffe passen richtig gut zum Bike. Die Griffe oder die Hebel? Die Hebel. Scheiße. Was? Kack, Arsch. Ey, komm mal. Nö. Du bist mir zu schlau, Meier. Komm mal. Nein. Okay, tschüss. Ich nehm dein Bike. Nein! Maurice! Oh. Sag mal Ananas. Was ist das denn jetzt? Warum sitzt du jetzt hier drauf? Ja, weil du hier mein Motorrad klaust. Dann klaue ich jetzt einfach dich und das Motorrad. Okay. Wir sind angekommen, müssen jetzt die Luft überprüfen. Ja. Das ist ein Saugnapf. Das ist ein Staubsauger. Damit kennst du dich aus. Also ich meine mit... Ich meine, mit langen Rohren kennst du dich natürlich aus. Und mit Saugen auch. Okay, das lassen wir jetzt. Also meist mit Staubsaugen, oder? Mhm, ja. Mhm. Ey! Guck mal, man muss bei dir immer so Angst haben, weil du irgendwann piekst mir ins Auge. Ja, weil du dafür selber sorgst. Bei anderen kann ich vertrauen, aber bei dir kann das immer mal ins Auge gehen. Alter, weißt du? Du kannst ja vertrauen. Nee, guck. Hallo, Ibims, Joy, Stöpsel, Minion. Hast du den Namen El Minion schon angenommen? Ja, El Minion und Stöpsel. Hab ich beides angenommen. El Minion. Also wenn mich jemand ruft, probier mal, geh mal weiter weg und ruf mich. Ey, El Minion! Ja, okay. Sehr gut. Funktioniert. Du heißt jetzt einfach für immer El Minion. Weißt du, das ist dir bewusst, oder ne? Oder Stöpsel. Hä? Stöpsel ist doch auch gut. Nee, El Minion finde ich besser. El Minion? Okay. Ja. Das Bike erinnert mich so ein bisschen an so einen Pokémon-Ball. Ja! Oh mein Gott! Wirklich? Ich will dich, El Minion! Krieg ich jetzt ein paar Akkus von dir? Du hast auch deinen ersten Vlog schon gemacht. Ich werde mal deinen Kanal ganz oben heute verlinken, einfach weil ich ein Ehrenmann bin, okay? Oh mein Gott, Olli. Check gerne Olli, Joy ab. Olli. So süß von ich weiß nicht, was ich sagen soll. Alles gut, einfach den Kopf zu. Wer bin ich? Wer bin ich? Boah, Thumbnail ist safe. Das musst du noch vorgestellt werden. Echt, siehst du das? Von mir. Das gibt es nicht noch die ganze Zeit. Bisschen, bis es angeht. David. Nein. Irgendwann findest auch du die richtige. Scheiß drauf, Alter. Ich will einfach nur Bitcoins haben. Scheiß auf die Diebe. Das klingt richtig depressiv. Du bist ein kleiner, süßer Fratz. Du Wichser. Ich hab's doch genau gesehen. Du kleiner Wichser. Aber Demonetarisierung. Du hast Partnerlook. Wow. Ganz allein schnapp ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Pokémon, komm, schnapp sie dir. Na 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 na. Hallo Amerika! So, jetzt demonstrier es mal ganz kurz an der Ampel hier. Trizepsübung. Nein. Ich halte fest, okay? Also, ist natürlich immer wichtig. Gucken Sie mal bitte dahin, dass das Gerät auch in die richtige Richtung guckt. Und für die optimale Ausführung brauchen wir eigentlich auch so ein Seil, was so zwei Seile hat. Aber hier kann man das trotzdem zeigen, weil man kann ja auch einen einzelnen Arm trainieren. Und dann wirklich, die Ausführung ist sehr wichtig, weißt du? Und wie fühlt man sich so als Gerät oder als Objekt? Also ich bin gern Objekt, weil ich bin ja auch eine Frau. Rolle verstanden und Rolle erkannt. Boah, das wackelt voll. Alles klar. Ja, das. Jetzt mach du mal, Joy. Das ist auch nicht so schlecht. Zeig mal. Okay. Sieht fast aus wie bei Olli. Aber ich mach jetzt auch ein Video, okay? Vierter Gang, guck mal. Okay. Das war ich, Entschuldigung. Oh, Daddy, fuck me. Alter, wie kann man das, gibt es nicht. Warum ist das so gut? Okay, das hat Duke schon gefahren, ja. Oder? Du hast schon mehr Duke gefahren? Nee, willst du mal fahren?
Okay, in Deutschland. Guck mal, die Leute gucken mir dazu. Ein Mann, ein Wort. Was denn? Finger weg. Au, warum kriege ich jetzt einen Biss als Danke? Rewrite destiny right when I hit record. Patching up the trauma, these lyrics is Neosporin. I rose from the concrete away, but it came with thorns, I know. I know, I know, I know.